Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Die Macht der Sprache. Was können wir aus der Sprache unseres Gegenübers herauslesen? Was passiert eigentlich, wenn wir sprechen? Und welche Geheimnisse geben wir über uns preis, wenn wir uns sprachlich äußern? Dazu habe ich uns heute wieder zwei Experten zu Gast. Und zwar einmal den Leo Martin, den Sie schon kennen. Und dann auch noch den Patrick Rottler, mit dem zusammen er ein Buch über Sprachprofiling geschrieben hat. Und der macht es tatsächlich auch beruflich. Also das ist jetzt nichts nur, wo man auch Bücher drüber schreiben kann, sondern das ist tatsächlich auch ein Beruf und in der Kriminalistik ein wertvoller Tippgeber, um mögliche Täter zu ermitteln. Lieber Leo, lieber Patrick, herzlich willkommen erst einmal euch beiden. Danke, Andreas, grüß dich. Schön, dass wir da sind. Hallo an alle. Servus. Und man merkt, wir sind alle irgendwo entweder in Österreich oder im südlichen Sprachraum daheim. Also wir haben ja von überall Zuschauer. Deswegen Servus auch an Sie im Norden. Ja. Und jetzt, lieber Leo, wie kommst du, der ja eigentlich so von dieser Geheimdienst-Ecke kommt, plötzlich dazu, jetzt in Sprachprofiling dich reinzuarbeiten beziehungsweise dich näher damit befassen zu wollen? Ja, wir beschäftigen uns mit Tattexten, das heißt, der Sprung vom Kriminalisten hinein in Sprachprofiling, der war gar nicht so weit. Und mittlerweile arbeiten wir beide für das Institut für forensische Textanalyse und wir unterstützen hier Unternehmen, teilweise auch Sicherheitsbehörden und private Personen. Und zwar immer dann, wenn irgendjemand anonym angegriffen wird, bedroht, erpresst, verleumdet und wenn der Täter dabei schriftlich vorgeht. Das heißt, auf unserem sprachwissenschaftlichen Seziertisch, da landen anonyme Briefe, Drohbriefe, Erpresserschreiben. Ich sage gleich mal eins vorweg, so sahen die nie aus. Das ist Hollywood, oder? Da sind wir wieder bei unserem, auf den Rückgriff auf unser erstes Gespräch. Ja, also tatsächlich, das Hollywood ist häufig anders. Ja? Das ist der absolute Klassiker, wenn man in Tatort schaut oder in die Krimis, aber die Wahrheit ist, das gibt es in Wirklichkeit nicht oder gab es auch nie wirklich. Also der Standard war es nie. Sondern es ist eher eine Erfindung des Fernsehens, um uns ganz plakativ zu zeigen, jetzt haben wir es mit einer Erpressung zu tun. Ja, wie komme ich zum Thema forensische Textanalyse? Ich habe mal nach meiner Zeit beim Geheimdienst für einen großen Medienkonzern eine kleine Ermittlungseinheit geleitet. Und wir sind mit einem Auftrag versehen worden. Da war ein Sendergesicht, ein Promi, dem damals von einer Stalkerin ziemlich übel mitgespielt wurde. Und das ging über 4 Jahre. Diese Frau hat er ein einziges Mal persönlich gesehen und seitdem hat sie ihn bedrängt, auch mit Nacktbildern, alles online, über Facebook überwiegend und per E-Mail. Und ja, dadurch ist am Ende die Beziehung des Promis zerbrochen. Er konnte nachts nicht mehr schlafen, hat seine Jobs verloren oder war am Boden. Mit dieser Info sind wir in die Ermittlungen gestartet. Mein Job war, dafür zu sorgen, dass es aufhört, die Stalkerin zu identifizieren und sie ja, dazu zu bringen, dass Schluss ist. Wir haben hier alle möglichen Fallen gestellt und haben beispielsweise unserem Protagonisten eine Freundin zur Seite gestellt, eine neue, das heißt ein hübsches Mädel aus der Redaktion zusammen mit ihm abgelichtet und haben dann per Social Media durchblicken lassen, wo sich beide eventuell am nächsten Wochenende aufhalten könnten, haben dann observiert großräumig und ja, die Stalkerin tauchte nicht auf. Nicht bei dieser Maßnahme und auch nicht bei allen anderen. Aber sie hat alles zur Kenntnis genommen. Ja, online hat sie alles kommentiert und uns so auch gezeigt, dass sie dicht an uns dran ist. Und also es war seltsam auf Deutsch. Und ich habe dann gesagt, wenn ich diese Frau überführen will, muss ich erstmal wissen, wie sie aussieht. Er hat sie vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen. Darum habe ich ihn zu einem Phantombildzeichner gesetzt. Und da ist jetzt was Spannendes passiert. Dieser Protagonist beschreibt die Frau, wie sie aussehen müsste, jetzt 5 Jahre später. Der Phantombildzeichner zeichnet und wir hatten in Rekordzeit ein Bild. Und jetzt bist du und viele von unseren Zuschauern da draußen, ihr seid ja Kommunikationsexperten. Ihr wisst, wie Wahrnehmung funktioniert, ja, und wie schwierig es Zeugen haben, sich zu erinnern. Und mit das Schwierigste ist es, ein Gesicht zu Papier zu bringen. Und hier hatten wir in Rekordzeit fast schon ein 100%-Treffer, denn unser Protagonist begann zu heulen, rannte weinend aus dem Zimmer, weil er jetzt angeblich das erste Mal wieder in dieses Gesicht sah, das ihn monatelang, jahrelang so übel mitgespielt hatte. Und ich wusste, hier stinkt was, da stimmt was nicht.
hat aber keinen weiteren Ansatz mehr. Und dann kamen wir auf die Idee in unserer Verzweiflung, eine letzte Karte zu ziehen. Und zwar haben wir eine Ermittlungsmethode gewählt, mal ausprobiert, die in den Köpfen der Kriminalisten nicht wirklich präsent ist, weil sie sehr, sehr speziell ist. Wir haben einen Professor für Linguistik, der Sprachprofiler ist, beauftragt. Und der hat sich mal die Texte angeschaut, die die Stalkerin schreibt, und hat sich dann aber auch die Texte angeschaut vom Protagonisten selbst. Ja. Und er hat Muster gefunden und uns überzeugend dargelegt, ja, dass beide Textgruppen zusammengehören, dass beide Textgruppen in Wirklichkeit von einem Autor stammen. Und es war somit klar, dass dieser Typ seine Stalkerin erfunden hat. Es hat sich später herausgestellt, er hat es gemacht, um in die Medien zu kommen, um wieder Doppelseiten Berichterstattung in der regionalen Presse zu haben. Und das hat mir gezeigt, wie kraftvoll dieses Thema Sprachprofiling ist. Dieser Professor hat sogar getraut, eine Prognose zu treffen, und zwar die Prognose, was wird unser Protagonist beim Schreiben von Texten in Zukunft für Fehler machen? Und so ist es uns gelungen, ihn dann auch vor laufender Kamera zu überführen, weil er vor laufender Kamera genau dieselben Fehler live gemacht hat, vor unseren Augen, von denen der Professor behauptet hat, er würde sie tun. Und ja, seitdem hat mich das Thema Sprachprofiling geistig nicht mehr losgelassen. Und seit 2018 beschäftigen wir uns, vor allem auch der Patrick, beruflich damit. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und Patrick, wie war dein Weg dahin? Bist du eigentlich so Germanist oder wie kommt man in die Richtung Psychologe, Germanist? Psycholinguistik gibt es ja auch tatsächlich als Studium, ja? Genau, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, komme also aus der Ecke. Und ich habe schon während meines Studiums dann angefangen, eben genau mit diesem Professor, den auch Leo gerade angesprochen hat, an echten Fällen zu arbeiten. Ich habe da mein Handwerkszeug der forensischen Linguistik erlernt und eben dann auch an Gutachten gearbeitet. Und seitdem bin ich da dabei, seitdem ist es mein Job. Und daraus ist auch diese Unternehmung, das Institut für forensische Textanalyse geworden. Aus welchem Hintergrund kommst du? Also sind deine Eltern auch irgendwie schon sehr immer auf Goethe und auf Literatur oder dass Sprache auch was bedeutet hat in deinem Leben? Weil der meine Eltern sind beide Jugendliche just. Interessiert sich jetzt nicht wirklich, der interessiert sich vielleicht für das Gegenüber aus anderen Gründen, aber nicht, weil wie er spricht, ja, oder sie, ja. Also meine Eltern sind beide Justizbeamte, von daher ist gar nicht so weit weg, so vielleicht die Affinität. Und das Thema Sprache war bei mir im Leben schon immer wichtig. Also ich war auf einem sprachlichen Gymnasium, ich habe da 4 Fremdsprachen gehabt, ich habe dann eben Kommunikationswissenschaften studiert. Und dieses Thema finde ich einfach schon immer spannend und habe mich deswegen auch ganz gerne damit beschäftigt. Dass es dann aber auch zur Profession wird, das war noch ein anderer Schritt, da gehört auch ein Studium dazu und auch eben diese Praxiserfahrung, 1,5 Jahre wirklich am echten Fällen arbeiten. Weil in der forensischen Linguistik gilt, dass kein Fall wie der andere ist. Es gibt kein Schema F, man muss eben lernen, dass es nicht den einen Weg gibt und dass jeder Fall für sich genommen werden muss. Und das ist eine Praxiserfahrung, die es braucht und es lässt sich nicht einfach erlernen. Am Institut für forensische Textanalyse ist es unser Job, anonyme Täter anhand ihrer Sprachmuster zu überführen. Das heißt, wir suchen keine Fingerabdrücke, suchen nicht nach DNA und Faserspuren. Uns interessiert auch nicht die Beschaffenheit, das Material von Papier oder Schreibwerkzeug, sondern wir sezieren die anonymen Briefe, egal ob es Drohbriefe oder Presseschreiben sind, in ihre sprachlichen Einzelbausteine. Das geht von der einfachen Wortwahl über die Grammatik bis tief hinein in die Sprachpsychologie. Und dann verfolgen wir 2 verschiedene Ansätze. Das erste ist, also für den Fall, dass es keine Verdächtigen gibt. Also es taucht ein anonymer Brief auf, beispielsweise im Unternehmen, am Arbeitsplatz, und es ist keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Das heißt, im ersten Schritt wird ein Autorenprofil erstellt. Das heißt, wir versuchen aus diesen sprachlichen Mustern Merkmale abzuleiten, wie welche Geschlecht, welcher Bildungsgrad, vielleicht auch welche regionale Herkunft hat denn der Schreiber, der hinter diesem Brief steht, auch welchen Berufsstand übt er üblicherweise aus, solche Geschichten, welche Alterskategorie. Das sind die, wie wir Profile, wenn man dieses Wort mehr verwenden will. Wir geben quasi dem Autoren hinter diesem Brief ein Gesicht oder, um es vielleicht ein bisschen korrekter zu formulieren, wir zeichnen eine Silhouette. Das ist nicht wirklich ein 1:1 Bild eines Autoren, das da entsteht, sondern es ist eine Arbeitshypothese. Aber es
Sie ermöglicht uns, eben diesen Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Und das ist ein mächtiges Werkzeug, vor allem um dann im zweiten Schritt, und da sind wir besonders stark, auch eben einen Autorenvergleich durchzuführen. Das heißt, dann, wenn ich Verdächtige habe, wenn ich mögliche Tatverdächtige identifizieren konnte, beispielsweise auch, weil natürlich in diesen Texten ganz oft Insiderinformationen drinstehen, dann habe ich einen Kreis von möglicherweise 5 oder 10 Verdächtigen und dann kann ich mit Vergleichstexten abgleichen. Also ich vergleiche die Sprachmuster aus dem anonymen Schreiben mit den Sprachmustern der Vergleichsperson. Und wenn ich diese übereinander lege, kann ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und so den Täter überführen. Immer eine Handvoll Beispiele zum Profiling vielleicht. Also wenn in einem Erpresserbrief an einen Lebensmittelkonzern das Wort Feinfrostgemüse auftaucht, dann ist das sicher eine Formulierung, die in Österreich, wo du lebst, oder in Süddeutschland, wo wir leben, im westdeutschen Bereich eher ungewöhnlich wäre. Absolut. Tiefkühlkost zum Beispiel, dann wüssten wir, okay, eine typische Ostformulierung. Damals, wir würden den Täter im Osten Deutschlands suchen, wir wüssten, dass es schon älter ist. Ja? Genauso wie, also um plakativ zu bleiben, dort heißt es Händel, halt Bräuler, Plastik, Plaste, Mietwohnung oder Zwei-Zimmer-Wohnung heißt dort Zweiraumwohnung. So plakativ ist es meistens nicht, aber es gibt schon Sprachgebräuche, die in gewissen Regionen zu verorten sind. Ja, Österreich zum Beispiel. Wenn man in der Grammatik bleibt, ist es so, dass bei euch in Österreich oder auch bei uns in Bayern ist es ganz normal zu sagen, ich bin gestern in der Schlange gestanden vom Amt. In Norddeutschland ist es so, dass dieser Perfekt, also die Vergangenheitsform, wird anders gebildet. Das heißt, dort ist es üblich zu sagen, ich habe in der Schlange gestanden. Also auch so auf dieser Grammatikebene ist es möglich, eben Regionalität zuzuordnen. Und genau nach solchen Mustern suchen wir. Ist natürlich oft nicht so plakativ, wie wir das hier gerade beschreiben. Und grundsätzlich gilt auch, ein Merkmal hat nie eine Aussagekraft. Es geht immer darum, und es ist beim Sprachprofiling relevant, aber auch generell in der menschlichen Interaktion, das Gesamtbild macht es aus und ich muss beobachten, ich muss mehrere Spuren finden, die in eine Richtung deuten. Ja, ich habe ja auch unter anderem also den Stefan Werra auch zu Gast gehabt, der einer der Experten in der Körpersprache gilt. Und der sagt auch, also Körpersprache an sich ein Signal. Also wenn jemand so da sitzt oder so, das heißt gar nichts. Aber wenn das natürlich kombiniert ist der Kopf ist geneigt und irgendwie vielleicht macht er nur Geräusche. Und also es kommt immer auf den Gesamteindruck drauf an und das drumherum. Genau, aber für die Körpersprache gilt eigentlich das Gleiche. Also es geht darum, dieses Gesamtbild zu bewerten und auch das Normalverhalten kennenzulernen und dann Abweichungen festzustellen. Auch das ist in der Sprache und im Sprachprofiling relevant, zum Beispiel dann, wenn es darum geht, Lügen zu identifizieren. Generell ist es umstritten, ob es überhaupt möglich ist, Lüge im Text zu erkennen. Wir sagen, es gibt zumindest Indizien dafür, dass hier etwas im Busch ist, was nicht unbedingt für eine Lüge sprechen muss, aber beispielsweise ist es dann ein erhöhter Detailgrad. Also wenn plötzlich Informationen kommen, die an dieser Stelle nicht notwendig gewesen wären, weil eben Kommunikation, wenn wir sie, so wie wir tagtäglich E-Mails formulieren, immer ja auch auf Vorwissen aufbaut. Das heißt, ich kommuniziere mit dir basierend auf Kommunikation, die wir schon gemacht haben. Das heißt, ich erkläre nicht immer alles wieder von Anfang an. Und so eine Überinformation an Details, die eigentlich unnötig sind, das kann ein Hinweis sein auf, hier stimmt etwas nicht, hier muss ich genauer nachfragen und vielleicht dann eben auch auf eine Lüge. Aber ich muss dazu eben auch wissen, wie du denn eigentlich normal kommunizierst, wenn es dein normaler Stil ist, viele Details anzuführen und immer ausschweifend zu schreiben, dann ist es einfach dein normaler Stil und dein Normalverhalten. Genauso ist es bei einer anderen Art von Indizien, wenn die Sprache auf einmal distanzierter stattfindet, wenn statt du, ich, wir, mein, auf einmal nur noch von man, könnte, man habe, man ist ja, man wäre gesprochen wird und das sonst eben nicht der Fall war, auch ein Indiz dafür, hier ist irgendwas und ein mögliches Motiv dahinter ist dann die Lüge. Sehr, sehr spannend. Ja, also eigentlich wollten wir jetzt schon in den Praxisteil übergeben, aber weil es so spannend klingt, möchte ich dich, mein lieber Patrick, noch einmal darum bitten, tatsächlich ein Fallbeispiel zu erzählen, weil du erzählt hast, ihr habt da an einem Praxisfall gearbeitet vor 1-2 Jahren und den würde ich gerne jetzt noch hören, wenn es für dich recht auch in Ordnung ist. Natürlich. Weil echt spannend, also ihr habt es mir jetzt da geteasert, ja? Ich erzähle dir und euch einen Fall, der eine andere Reichweite hat als der Fall gerade eben von Leo, der
mich persönlich auch stark beeindruckt hat. Es geht nämlich um eine ganz politische Dimension und auch was ganz Aktuelles. Wenn man ein Jahr zurückspringt, im Herbst 2019, da fanden Oberbürgermeisterwahlen in Mainz statt, also in Deutschland, Großstadt, und da sollte neu Oberbürgermeister gewählt werden. Und kurz vor dieser Wahl tauchen plötzlich anonyme Schreiben auf. 3 Stück, eine davon adressiert an die Stadtverwaltung. Er ging natürlich, wie das bei anonymen Schreiben ganz gerne so gemacht wird, auch an die örtlichen Medien. Und in diesem Schreiben wurde der amtierende Oberbürgermeister eben der Korruption beschuldigt. Das heißt, es hieß, er würde sich privat bereichern, er würde städtische Firmen für Privatangelegenheiten benutzen, er würde auch städtisches Wohneigentum an seinen Freundeskreis verschachern. Solche Geschichten, die natürlich gerade in einem kurz in der heißen Phase eines Wahlkampfs sehr, sehr ungelegen kommen. Unterschrieben war dieser Brief mit angeblich von Mitarbeitern der eigenen Stadtverwaltung, also der Stadt Mainz. Natürlich ein Brett, wenn sowas auftaucht, auch wenn die Medien das dann auch abdrucken und veröffentlichen und der komplette Wählerkreis hier von diesen Vorwürfen plötzlich Bescheid weiß. Ja, wir sind hier in der heißen Phase eines Wahlkampfes und angeblich haben sich hier Insider aus dem eigenen Haus geäußert. Brisant. Gleichzeitig, und jetzt wird spannend, tauchten 2 weitere Briefe auf. Diese waren aber adressiert oder beschäftigten sich mit Herrn Professor Dr. Pfeiffer. Das war der Leiter der Universitätsklinik in Mainz. Aha. Also andere Personen. Diesmal unterschrieben angeblich von 30 Mitarbeitern aus seinem eigenen Haus, also von Professorinnen und Ärzten aus der Universitätsklinik. Auch hier ging es wieder um Korruption und andere Vorwürfe. Beispielsweise, er würde 2 Ämter vereinen, was nicht funktioniert. Also es ging um Misswirtschaft, ja, und er würde 2 Ämter vereinbaren, die man nicht vereinbaren darf, und Abrechnungsthemen unterm Strich. Das war eben unterschrieben von seinen Mitarbeitern. Das heißt, verschiedene Anonymschreiben und eigentlich auch von verschiedenen Autoren. So soll uns zumindest weisgemacht werden. Wir konnten dann herausfinden, dass dem nicht so ist, dass es nicht stimmt, und zwar, dass alle 3 Schreiben von ein und demselben Autor stammen. Wie habt ihr das überhaupt dann übereinander legen können? Weil der eine hat ja nicht zwangsläufig irgendwas mit dem anderen zu tun. Der eine Fall ist ja in der Politik, der andere ist ja dann eher der Professor an der Klinik. Da ist ja. Was wir machen ist, wir schauen nicht auf, also wir haben ja schon gesagt, wir suchen nicht nach Fingerabdrucken, nicht nach Faserspuren, nicht nach DNA. Die Handschrift auch nicht, weil das hätte sich früher angeboten. Auch die Handschrift nicht. Und wir analysieren auch nicht den Inhalt eines solchen Schreibens, sondern wir schauen uns an, wie funktioniert die Mechanik der Sprache? Wie geht der Täter mit Sprache um? Ja, von der Wortwahl über die Grammatik bis hinein in die Sprachpsychologie. Und wir versuchen hier signifikante Muster zu erkennen und diese herauszuarbeiten. Und in diesem Fall war das so wie in vielen anderen Fällen, die wir bearbeiten, auch. Die signifikanten Sprachmuster aus dem anonymen Schreiben, das den amtierenden Oberbürgermeister Ebelinger angeschossen hat, war relativ deckungsgleich mit den Sprachmustern, die im anonymen Brief gegen Professor Pfeiffer, und zwar auf so einem hohen Niveau Übereinstimmungen, dass wir mit dem höchsten Votum hier bewertet haben, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von ein und demselben Schreiber ausgehen. Und das ist der stärkste Wert, den ein forensischer Sprachgutachter vergeben kann. Und in diesem Fall sind wir über die Mainzer Zeitung eingeschaltet worden. Da gab es einen Redakteur, der war sehr spitzfindig und der hat sich bereits mit diesen Texten beschäftigt und bereits eine Vermutung auch geäußert, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Aber er konnte das nicht wirklich in Worte fassen, auch nicht wirklich belegen. Und so wurden wir zur investigativen Recherche mit eingeschaltet und haben eben diese Beweisführung gemacht. Wir haben auch einen Artikel veröffentlicht, in dem wir über unsere Arbeit berichtet haben, auch über diesen konkreten Fall gesprochen haben, sogar über konkrete Merkmale aus diesem Fall gesprochen haben und zu dem Fazit kam, dass eben alle Schreiben von einem und demselben Autor stammen. Und jetzt ist natürlich bei uns im Job bei der forensischen Textanalyse ist eine der Hauptfragen, gibt es so etwas wie einen sprachlichen Fingerabdruck? Ja, der Fingerabdruck der Haut, die Papillarlinien, die ich als Kriminalist damals noch gesucht und selbst auch gesichert habe, die haben 2 ganz große, markante Eigenheiten. Und zwar der Fingerabdruck der Haut ist zum einen unveränderbar. Ja, der wächst zwar mit von klein nach groß, aber er verändert sich nicht mehr.
Ja? Das heißt, selbst wenn ich mich verletze, schneide, schlitze oder mir Haut abschabe, die Musterbögen, Schleifen, Formen und Wellenlinien dahinter, die bleiben mein Leben lang gleich. Er ist unveränderbar und er ist einzigartig. Außer bei Tom Cruise und ähnlichen Konsorten, die sich dann die Finger austauschen, die Gesichter austauschen und alles machen. Ja, ja, wenn es dann aus dem Drucker kommt. Augen, ja. Iris, genau. Iris, bei den neuen Filmen haben es dann andere Augen und so. Ja. Und da sind wir schon wieder im James-Bond-Klischee, das wir in einem anderen Podcast oder in einem anderen exakt, mein Lieber, exakt. Gesprochen haben. Nein, also Fingerabdruck der Haut einmalig und unveränderbar. Das heißt, nicht mal eineiige Zwillinge teilen sich denselben Fingerabdruck. Bei der Sprache ist das anders. Sprache verändert sich je nach unserem Umfeld, in dem wir aufwachsen. Wir haben vorhin schon gesagt, die regionale Herkunft hat Einfluss auf meinen Sprachgebrauch, aber auch allein nur meine Interessen und Leidenschaften. Womit beschäftige ich mich im Leben? Weil Sprache abfärbt. Ja? Ein Pärchen, das länger zusammenlebt, das wird sich in gewissen Teilen, wird sich die Sprache anpassen. Aber das Gute ist, ab etwa dem 25. Lebensjahr ist die Sprache relativ stabil. Sie wird immer variieren, aber dann nur noch in einem gewissen Korridor. Ja? Und die Frage der Einzigartigkeit ist noch ein Stück schwieriger zu beantworten. Die Frage ist, also wir würden nicht sagen sprachlicher Fingerabdruck, wir würden fragen, gibt es einen Individualstil, heißt es unter Fachleuten, ein Sprachstil, der nur auf dich, Andreas, zutrifft? Und da müsste man sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, nein. Ja? Und das ist auch ein Phänomen, das wir jeden Tag erleben, wenn wir Tatschreiben analysieren. Immer wenn wir Texte mit Texten vergleichen, wir finden immer gewisse Gemeinsamkeiten und wir finden immer gewisse Unterschiede. Darum ist es die Kunst, und das ist sein Job bei uns im Haus und Job von anderen Experten, die wir beauftragen, Muster zu identifizieren, die signifikant sind und vor allem die systematisch vorkommen. Und das machen aber alleweil noch Menschen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Computeranalysen, wo dann irgendeine Software durchgeht, sondern es ist tatsächlich noch menschlicher oder viel mit menschlichem Einsatz, oder? Weil ich stelle mir vor, gerade solche Sprachmuster oder Zusammenhänge kann man ja gut auch mit Sprachanalyse im Sinne von Software erledigen heutzutage, oder? Algorithmen. Das ist alle noch Hand- bzw. Kopfarbeit. Also es braucht wirklich einen Analysten, einen Auswerter, der vor diesen Texten sitzt. Das hat damit zu tun, also es gibt aktuell keine Software und man geht davon auch, dass auch in den nächsten 10 Jahren keine Software gibt, die das übernimmt. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist da noch nicht so weit. Mhm. Was damit zusammenhängt, dass Sprache einfach so komplex ist, dass sie nicht wirklich abgebildet werden kann. Das heißt, Sprache funktioniert nicht nur nach Schema F und nach gewissen Regeln. Es gibt keine Abweichung, sondern wir suchen in dieser Analyse ja genau nach Abweichungen von der Norm, nach Fehlern beispielsweise, die systematisch auftauchen. Und eine Software kann überhaupt nicht erkennen, was sind denn irgendwelche Fehler, wenn sie nicht vorher damit gefüttert wird und die auch gelernt hat. Schau dir an, was deine Rechtschreibfunktion auf deinem Handy kann oder wenn du in einem Kundendienst online in irgendeinem Bot, in einer Bot-Konversation landest, der die ersten 2, 3 Fragen kann er dir treffsicher beantworten, der Roboter mit seiner künstlichen Intelligenz. Wenn es dann um Spezifika geht, die Sachen, die bei dir nicht funktionieren, bei denen du eine individuelle Lösung brauchst, da dreht sich der Computer im Kreis. Wir arbeiten mit einer Software, die unsere Analysen auch definitiv objektiviert. Aber die Hauptarbeit ist Kopfarbeit und dazu braucht es in den nächsten 10 Jahren, gehen Experten davon aus, noch den menschlichen Auswerter. Ja, und danach seid es halt Softwarevertreiber. Da kann man dann die App bei euch kaufen. Das ist, glaube ich, auch ein einträgliches Geschäft. Ja. Insofern. Am Ende ist es so, dass ja auch Gutachten dabei rauskommen sollen, die unter Umständen vor Gericht verwendet werden. Und da wird keine Software der Welt jemals einen Richter zufriedenstellen. Es braucht jemanden, der diese Arbeit hoffen, also man weiß es nicht, wohin das alles geht. Aber wenn der Richter auch mal ein Roboter ist, vielleicht dann, ja. Du, tatsächlich viel von juristischer Arbeit kann heutzutage schon oder ziemlich sehr bald, so zumindest jetzt zum Beispiel laut Frank Thelen, der ja einer dieser mit in diesem Feld stattfindet, der sagt, dass ein Großteil der Anwälte bald nicht mehr gebraucht wird aus dem Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus privaten Abneigung gegenüber des Berufsstands so entstanden ist oder tatsächlich, aber das kann gut sein, dass das in die Richtung geht. Ja, ja, Robotermaschinen sind ja immer dann aktuell zumindest noch verwendbar, wenn ich eben Muster habe und immer wieder gleiche Sachen abspulen. Und solange es der Standardfall ist, geht es auch. Und dann geht es auch in den Bereich der Juristerei, dann geht es auch in der Analyse von Sprache oder sonst. Aber sobald es individuell wird,
tut sich eine Maschine schwer und dann braucht es eben den Menschen. Ja, und vor allem die deutsche Sprache ist jetzt weltweit gesehen ja nicht das Maß aller Dinge. Und auch in der englischen Sprache, im Russischen, im Chinesischen, wo wir sehr viel größere Bevölkerungsanteile haben und wo deutlich mehr Forschungsgelder auch in entsprechende Projekte gehen. Bei den Nachrichtendiensten beispielsweise ist noch keine Software in Sicht, die irgendwie einen menschlichen Auswerter, der halbwegs versiert ist, das was erreichen könnte. Ist mir sehr recht und ich glaube, dass das auch einer der Geschichten ist, die uns auch auszeichnen als Mensch, dass wir eben dazu in der Lage sind, Dinge einzuschätzen, die zumindest heutzutage keine Algorithmen jemals so einschätzen können. Ja. Das ist dann das menschliche Urteil, das ist auch fehlerbehaftet, klar. Aber mir ist immer noch lieber ein Fehler vom Menschen, also ein Fehler vom Computer in dem Fall. Ja. Wir werden sehen, was in Zukunft kommt. Ja, ja, schauen wir Star Trek, dann passt es wieder. Ja. Aber um jetzt nicht nur Star Trek schauen zu müssen, ihr habt ja tatsächlich auch Persönlichkeitstypen. Und dann starten wir in den nächsten Part, nämlich